Jetzt dauert dieser Konflikt schon 13 Monate an. Der Krieg gegen die Tyrannei von König Ehrenfried II. Von Deutschland. Und er hat uns in diesem Konflikt als Verbündeten mit hineingeholt. Wir haben uns ja am Anfang so ein bisschen gewundert, weil die Gegenseite für das starke Deutschland ja eigentlich nicht allzu mächtig ist. Aber man hat ja gesehen, Deutschland hat nicht nur das mächtige Frankreich mit in den Krieg geholt, nein, sie haben sogar extra noch Söldner angeworben. Das heißt, sie wollen ihre Verluste wohl möglichst gering halten. Vielleicht waren sie aber auch recht klug, denn hier einzumarschieren in Verona zum Beispiel, das war gar nicht allzu leicht, denn man muss hier die Alpen überqueren. Und nach einigen Startschwierigkeiten, wie wir sie in der letzten Folge hatten, was die Versorgung anbelangt hat, wir hatten ja gesehen, die Aufgebote sind völlig ohne irgendwelche Vorräte zu dem Kriegsvolk gestoßen. Und das gab dann erstmal Kampf ums Brot, so kann man es fast ausdrücken, hat sich das dann doch relativ zum Guten gewendet. Nur, dass sich hier unsere verbündeten Truppen immer weiter zurückgezogen haben, sich irgendwie von diesen 4600 Mann haben sich vorantreiben lassen aus irgendeinem Grund. Also die haben mächtig Respekt und wir haben so einen kleinen Umweg genommen. Ja? Wir haben hier versucht, Deutschland potenziell zu verteidigen, weil hier eine feindliche Armee gewesen ist. Ich glaube, das war sogar diese Armee hier. Und dann sind wir hier entlang marschiert und wollten die Armee sozusagen in die Zange nehmen. Haben uns dann aber entschlossen, hier diese Burg zu belagern. Und das dauert jetzt auch gar nicht mehr allzu lang. Das ist auch eine wichtige Burg. Ich glaube, das ist hier sogar die Hauptstadt in diesem Konflikt. Und das Ganze dauert jetzt hier noch 4 Monate. Und dann können wir hier auch unsere Vorräte wieder aufstocken. Und man hat gesehen, dieser Bonus des Königs hier, der ist ganz entscheidend. Der Plünderer, und zwar nicht das Überfalltempo hier von plus 100%, was für uns natürlich irrelevant ist, weil wir keinen Überfall hier durchführen, sondern es eine einfache Belagerung ist. Aber die Feindeslanzemürbung, das ist wirklich beachtlich, weil wir sind hier schon die ganze Zeit unterversorgt, aber wir verlieren hier tatsächlich nur minus 2 im Monat. Da sieht man nochmal minus 54% Befehlshaber ihr. Das ist also sehr erstaunlich, ein sehr schöner Bonus und den werden wir uns in Zukunft oder da werden wir in Zukunft noch von profitieren. Jetzt habe ich schon mal im Vorfeld ein paar Ritter und Höflinge wieder verheiratet, also da nicht wundern, wenn da zig Meldungen eintrudeln, da werde ich dann nicht immer einzeln noch was zu sagen. Was wir aber machen müssen, ist ja, dass wir einen neuen Hofantiquar auswählen und das machen wir natürlich gemeinsam. Und zwar war das ja der Fall, dass die gute Hofantiquarin von uns ja einen Liebesbrief geschrieben hat. Und hat noch, was hat sie doch gleich gesagt? Sie ist doppelt so schön wie unsere zimperliche Gattin und hat wahrscheinlich auf die Keuschheit unserer Frau angespielt. Und wir haben aber eine sehr gute Beziehung zu unserer Frau. Wir sind selbst auch keusch, also wünschen wir uns da wahrscheinlich gar nicht mehr Kontakt. Wir haben auch schon ein Kind gezeugt. Vielleicht ist das auch schon über die Maßen alles, was wir da produzieren wollen, wenn man es denn so ausdrücken möchte. Und jetzt sind wir da froh. Das ist natürlich immer recht risikoreich. In den Kommentaren wurde auch einmal noch angesprochen, ja, da wäre es doch eigentlich ganz gut, hier noch eine Affäre sich zuzulegen. Ich denke aber nicht, dass er sich so wirklich austoben will. Das ist gar nicht seine Sache. Er ist keusch, er möchte sich da zurückhalten, er widmet sich Gott und seinen religiösen Zielen. Das ist einfach kein Fokus, den er hat, ja. Und wenn er dann mal Lust verspürt, ich denke dann, weil er halt so selten das Bett teilt mit seiner Frau, ist da immer noch ein recht großer Reiz, zumal sie ja auch hier selbst hübsch ist, ja. Und ich weiß gar nicht, negiert sich das hier eigentlich? Wie viel Fruchtbarkeitsabzug gibt es denn da? Minus 25 und wenn man hübsch ist, plus 20. Und wir haben ja von unserer Dynastie her auch noch so einen gewissen Bonus, ne? Dass es da ein bisschen mehr Fruchtbarkeit existiert, also plus 10%. Deswegen ist das hier eigentlich gar nicht so schlimm, was die Fruchtbarkeit angeht. Und aber beide sind ja noch recht jung, also da können durchaus noch Nachkommen entstehen. Ja, jetzt aber hier zu unseren Hofämtern. Neuer Hofantiquar muss her. Und da schauen wir doch einfach mal nach.
ob da jemand ist, dem wir das übertragen können. Und ihr ist ein Höfling, der wäre dafür auch gut geeignet. Was zählt da jetzt? Ist das hier der Verwaltungswert oder der Bildungswert? Der Verwaltungswert kann es eigentlich nicht sein, sonst wäre derjenige hier sicherlich nicht gut dafür geeignet. Es scheint also tatsächlich hier der Bildungswert zu sein. Ja, es sieht mir auch so aus, als wäre das hier da drauf basierend sortiert. Unseren Arzt werden wir dahingehend bestimmt nicht beschäftigen. Wir können dann diese Person hier eigentlich beschäftigen. Ne? Das ist jetzt so ein einfacher Höfling von uns. 56 ist er jetzt schon, aber ein bisschen zurückhaltend, generell zufrieden und geduldig. Ja, indem er sich mit diesen Artefakten auseinandersetzt, kann ich mir so einen ruhigen Charakter durchaus vorstellen. Und dann nehmen wir den doch einfach. Hat der eigentlich irgendeine Partnerin? Nein, den habe ich nicht mehr verheiratet hier mit 56. Ja, er ist halt auch generell zurückhaltend. Vielleicht war er ja auch schon mal verheiratet. Okay, das würde eigentlich hier stehen. Aber er sucht halt keine weitere Frau und widmet sich jetzt den Artefakten. Gut, alles klar, dann werden wir den da einsetzen. Der wird uns dann hoffentlich keinen Liebesbrief zukommen lassen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Und dann können wir uns hier weiter auf unser Ziel konzentrieren. Jetzt gucken wir nochmal kurz hier oben, ob da irgendwas Neues war. Nein, eigentlich nicht. Und wie lange dauert denn hier die Belagerung? 8 Monate. Ich hatte mich nur gewundert, da hier ja so ein Ausrufezeichen vorhanden ist. Das bedeutet immer, dass sie ein bisschen wenig Belagerungswaffen dabei haben hier für die Festungsstufe. Und was macht diese Armee jetzt hier? Die wird doch direkt hier von Herzogin Barbara angeführt. Ja, das heißt, wenn wir die hier natürlich gefangen nehmen könnten, dann wäre das schön. Aber wir konzentrieren uns jetzt einfach mal hier auf diese Burg. Und jetzt müssen sie ja hier irgendwie reagieren. Ja, hier kommen jetzt die ganzen Meldungen bezüglich der ganzen Hochzeiten und so weiter. Jawohl, auch hier. Klicken wir einfach mal durch. Und auch hier, ja, das waren einige. Wir haben einen großen Hofstand mittlerweile, muss man sagen. So, und jetzt haben wir hier oben noch eine Meldung. Ein Hofereignis ist verfügbar. Thibaut d'Espagne. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann ist es derjenige, der aus England freigelassen wurde. Und dann schauen wir mal. Warum habt ihr Amaury, diesem Einfallspinsel, einen Titel am Hof verliehen und nicht mir? Mein Höfling Thibaut tobt vor Wut. Offenbar wäre er sich sicher, dass die Ehre ihm zuteil werden würde und niemandem sonst. Moment, kann es sein, dass der, bevor er weg war, das Amt innehatte? Ich glaube eigentlich nicht, weil er ja hier schlecht geeignet ist. War das nicht vielleicht unser Stallmeister oder sowas in der Art? Weil der ist ja hier durchaus begabt, was die Kriegsführung anbelangt. Der ist aber hier wahnsinnig geworden. Bestimmt durch den Aufenthalt im englischen Kerker, so wie es aussieht. Jetzt macht aber mal halblang, oder ihr habt recht, ihr habt ein Amt bei Hofe verdient. Er ist ein Experte für unwegsames Gelände, generell auch arrogant, ja. Ich meine, einen Oberjägermeister könnten wir eigentlich schon gebrauchen, oder? Das wäre natürlich möglich. Er hatte davor ein Amt, da bin ich mir relativ sicher. Dann soll er, denke ich, auch wieder eins haben. Das ist jetzt nicht allzu abwegig. Und jetzt gucken wir mal, was das hier nochmal bringt. Auswirkungen auf den Oberjägermeister, das gibt ihm dann nochmal Kampfgeschick und Prestige. Aber was gibt es uns nochmal? Ist für die Jagdpartien zuständig, die Mitglieder des Hofes seines Lehnsherrn arrangieren. Er ist auch für die Zwinger und die Hunde dort zuständig. Ach, da oben, ich hätte gar nicht so weit springen sollen. Monatliche Änderung der Hofpracht und noch Hofprachtbonus plus 0 bis plus 2 und hilft beim Einsatz der Aktivität Jagd. Ha. Wir sind aber eigentlich so potenziell gar nicht so dolle der Jäger, oder? Also man könnte ja sagen, weil wir halt ein aufstrebender Schwertmeister sind. Ah, aber das ist auch ein bisschen weit hergeholt. Das ist eigentlich nicht unser Interesse. Nee, dann bleiben wir bei der Geschichte und sagen, jetzt macht aber mal halblang. Wir sind halt eigenwillig und hätten da schon jemanden benannt, wenn wir das denn gewollt hätten. Und nur weil er jetzt hier da Neid verspürt, heißt das nicht, dass wir jetzt nach seiner Nase da tanzen müssen. Ja, er ist halt auch arrogant. Okay.
Es macht aber einmal halblang. Er benimmt sich ja geradezu wahnsinnig. Okay. Kann man das hier eigentlich auch wieder schließen? Und dann verfolgen wir einfach mal diesen Konflikt. Was sind das hier eigentlich für Truppen, die da noch mit hinzustoßen? Hier in Venezia. Aber die haben ja mit diesem Bauernaufstand zu tun. Das geht uns ja hier nun wirklich nichts an. Die marschieren jetzt hier aber nicht nach Frankreich, oder? Hier ist jetzt eine relativ große Armee. Nein, die marschieren jetzt zurück nach Deutschland. Aber die brauchen da eine ganze Weile. Und wir jetzt nur noch 2 Monate. Haben die sich jetzt hier komplett aufgelöst oder sind die nur aus unserem Sichtbereich verschwunden? Ja, nur aus dem Sichtbereich. Die sind also immer noch da. So. Jetzt noch 40 Tage. Oh, und wir können einen Kriegsführungsvorzug auswählen. Das ist natürlich sehr schön. Okay, und jetzt muss ich mir das nochmal ins Gedächtnis rufen. Wir hatten gesagt, wir machen hier mal weiter bis harte Herrschaft. Ne? Das heißt, wir nehmen hier dafür natürlich zwangsweise erstmal den Fortschritt, die strenge Organisation. Das gibt dann einen Fortschrittszuwachs für mehr Kontrolle in Gemeinde plus 20%. Das trifft sich auch ganz gut, weil da hatten wir ja unseren Ratsmarschall angewiesen, die Kontrolle zu erhöhen in, wo war das doch gewesen? Hier in Marl, ne? Beziehungsweise in Vermandois, so war das. Okay, da sollte er hier eigentlich auch bald fertig sein. Ja, 3 Monate dauert das Ganze noch und dann kann er da wieder Truppen organisieren. Das wäre dann auch recht gut. Und jetzt werden wir hier fast zeitgleich fertig, oder? Nee, das täuscht. 6 Monate hier noch. So, und jetzt hat sich hier tatsächlich eine Fraktion aufgelöst. Und zwar die Fraktion, die Prinz Valeran von Berry auf den französischen Thron bringen möchte. Ja, genau. Und zwar war da ja eigentlich nur noch unser anderer Bruder mit dran beteiligt. Und der hat jetzt wohl eingesehen, dass es keinen Sinn mehr macht, wo Valeran doch jetzt hier hinter Gittern sitzt. Und da hat sich das aufgelöst. Ja, sehr schön. Wunderbar. Das heißt, unser Problem ist eigentlich nur noch diese Fraktion und, ja, theoretisch diese Freiheitsfraktion. Und da ist hier Graf Raymond von Coruna tatsächlich auch noch mit dabei. Okay, der wünscht sich ein bisschen mehr Unabhängigkeit. Das ist natürlich nicht so schön, dass er da Fraktionsmitglied ist, weil er natürlich hier einen wichtigen Posten innehat. Den Posten des Ratsmarschalls. Vielleicht sollten wir uns mit ihm da mal ein bisschen unterhalten. So von Kriegsführungsexperte zu Kriegsführungsexperte. Und das heißt, da versuchen wir einfach mal ein Gespräch zu führen, was das denn soll, dass er uns da nicht unterstützt. So. Oder wir machen ihm klar, warum so eine hohe Lehnsautorität eigentlich auch vonnöten ist, ja. Dass das ja nicht nur Nachteile hat für die Vasallen. Wir sorgen ja auch für Schutz der einzelnen Vasallen. So, und jetzt hier noch 1 Woche, dann haben wir es hier geschafft. Mal gucken, wie doll der Kriegsstand hier dadurch hochspringt. Und ja, gleich auf 43%. Und wir erhalten 46 Gold. Das ist auch gar nicht so schlecht. Jetzt könnten wir hier ein bisschen Vorräte aufstocken. Aber jetzt ist doch die Versorgungsschwelle hier ganz schön runtergegangen. Die war doch hier eigentlich wesentlich höher gewesen, dachte ich zumindest. So, und jetzt können wir eigentlich nochmal reingucken, was noch wichtige Städte wären, die wir hier erobern sollten. Hier haben wir ja die Lombardei. So, Verona, das ist das hier eigentlich. Die Lombardei. Herzogtum der Lombardei. Was ist hier die Hauptstadt? Aber war das das hier nicht? Nee, hier müssen wir das irgendwo haben. Hier ist die Hauptstadt, ne? Ja. Das heißt, die Stadt sollten wir eigentlich erobern. Marschieren wir mal dahin. Oh, das gibt aber... Das gibt ja Zermürbung. Das ist natürlich nicht allzu toll. Ja, aber eine 14er Festungsstufe. Können wir hier irgendwie ein bisschen näher ran? Wir sollten zumindest diese Burg hier erobern. 10. Hier oben auch 10. Cremona. Und hier Festungsstufe 13. Versuchen wir ein bisschen schneller voranzukommen und belagern hier einmal. So, wie sieht es jetzt mit der Versorgung aus? Ja, 19. Na gut. Wir arbeiten uns mal langsam voran.
Jetzt mache ich mir nur ein bisschen Sorgen, wie das hier jetzt aussieht mit den Gegenbelagerungen. Ist halt deutsches Gebiet, aber wir werden jetzt sicherlich nicht hier nochmal die Alpen überqueren, um diese eine Armee da abzufangen. Da soll sich doch jetzt Deutschland selber mal bemühen. Und dann werden wir hier einmal weiter belagern. 5 Monate. Und es gibt einen Skandal. Das ist doch hier wieder dieser Bürgermeister Fabrice. Man sieht meiner Vasallin Bürgermeister Charlotte nun schon eine Weile an, dass sie ein Kind erwartet. Und alle dachten, dass ihr Gemahl Bürgermeister Gosselin der Vater des Kindes sei. Jetzt wurde jedoch offenbart, dass der wahre werdende Vater niemand anderes ist als Bürgermeister Fabrice. Herrje, was für ein Skandal. Und jetzt weiß es die ganze Welt. Also, der macht hier aber auch mit jeder irgendwie rum. Kann das sein? Das sind hier immer dieselben. Und haben wir die hier nicht irgendwie schon eingekerkert diesbezüglich, weil sie eine Ehebrecherin ist oder sowas in der Art? Titel aberkennen? Einkerkern? Könnten sie einkerkern? Ach, das war dieselbe Geschichte hier wieder mit dieser Tyrannei. Na gut, ich glaube, das hat man beim letzten Mal schon durchgekaut. Das heißt, wir werden das zumindest mal so ein bisschen ignorieren. Das ist ja eigentlich auch gar nicht so bedeutsam, muss man jetzt sagen. So, Graf Raimond hat hier die Aufgabe erledigt bezüglich der Mehrkontrolle. Jetzt ist dieser Versorgungsstand hier schon darben. Das ist natürlich nicht so schön für unseren Verbündeten. Und wir haben hier weiterhin einen tadellosen Haushalt. Unsere Frau hat hier wieder für mehr Prestige gesorgt. Wir brauchen noch ein bisschen was. Wir sind ja hervorgetan. Zu Illustra ist noch eine ganze Weile, genau wie aufopferungsvoll. Und hier wäre die nächste Stufe bei der Bekanntheit übrigens glorreich. Das wäre natürlich prächtig. Und dann sagenumwoben. Na gut. So, das heißt, wir belagern hier weiter. Können hier ganz in Ruhe den Fortschritt mit ansehen. 40 Tage noch, die ganze Geschichte. Ja, und zieht sich ganz schön hin, dieser Konflikt hier. Muss man sagen. Aber unsere Einnahmen ordentlich. Und ja, jetzt ist es auch soweit. Jetzt haben wir hier auch einen darbenden Versorgungsstand. Haben dadurch aber natürlich nur noch wenig Truppen. Das heißt, wir könnten hier wahrscheinlich unsere Vorräte wieder aufstocken. Die Belagerung hier machen wir aber jetzt noch fertig. Okay, es meldet sich hier unser neuer Hofantiquar. Mein Fürst, ich mache mir zunehmend Sorgen um eines eurer Artefakte, den Dolch von König Mathieu. Moment mal, ist es nicht der, den wir auch tatsächlich hier, den wir auch tatsächlich tragen? Ich glaube, hier müssen wir schauen. Den Dolch von König Mathieu. Okay, warum macht er sich denn da Sorgen? Der ist doch eigentlich noch im ganz guten Zustand, dachte ich. Es ist völlig dahin. Es fällt auseinander. Oh ne, das ist hier nochmal ein anderer. Aber ein gewöhnlicher. Und das hier war die meisterliche Variante. Mag sein, dass es nie wieder zu einer ursprünglichen Verwendung taugt. Doch wenn ihr es mir gestattet, kann ich zumindest einen Teil von ihm retten, als Erinnerung an seine frühere Pracht. Immerhin war es nun schon eine ganze Weile ein mächtiges Symbol eurer Macht. Eigentlich nicht wirklich. Jetzt könnte man sagen, wenigstens ist es noch für etwas gut. Oder macht euch einfach eure Arbeit und setzt es wieder instand. Dann erhöht sich hier die Haltbarkeit um 26. Wir verlieren 5 Gold. Nö, er soll hier ruhig dieses Andenken von mir aus daraus basteln. Das ist schon in Ordnung. Das werden wir dann wahrscheinlich auch nicht nutzen, aber immerhin soll er das daraus werkeln. Und jetzt können wir uns das hier nochmal ansehen, dass wir diese Benachrichtigung da nicht bekommen. Hier, da ist es jetzt, dieser Gegenstand. Okay, so, wir haben jetzt hier die Belagerung beendet. Und wie sieht es jetzt hier aus? 7200 ist hier nur die Versorgung. Die deutschen Truppen marschieren jetzt tatsächlich gen Deutschland. Oh, das sind hier jetzt 10.000 Mann. Und die hier sind versorgungstechnisch dolle geschwächt. Wir müssen aber unsere Versorgung hier wieder ein bisschen aufstocken. Das heißt, wir müssen zumindest mal in dieses Gebiet gehen. Denn so weiter unnötig, Männer hier aufzugeben während des Winters, das wollen wir natürlich nicht. Was haben wir hier jetzt noch für eine Meldung? Ach so, das war bezüglich dieses Speers, ne? Aber auch das gewöhnlich, das werden wir auch einfach ignorieren. So, Moment mal. Ihr könnt Titel erben. Jetzt hier 10 Titel sind jetzt mittlerweile hier schon angezeigt. Aber alle so zweiter, dritter in der Erbfolge. Ja, okay. Ich meine, wenn es dann soweit ist, wird es dann interessant. So, und jetzt hier schnell Vorräte wieder aufstocken. Oh Gott, nein.
unser einziger Sohn, ich hab's am Anfang noch angesprochen. Heute erhielt ich schreckliche Neuigkeiten. Mein Sohn und Erbe Simon ist krank. Typhus. Oh Gott, nein, unser einziger Sohn. Der Ausgang ist unsicher. Der Tod verweilt an seinem Bett. Doch er könnte überleben. Gott allein weiß es. Der Arzt will wissen, wie mein Sohn zu behandeln ist. Oh Gott, ein Bote hat uns das hier übers Gebirge gebracht, diese Nachricht. Und jetzt soll er natürlich schnell zurück und unserem Arzt Bericht erstatten. Er ist ratlos, sonst hätte er da nicht den Boten geschickt, sondern einfach selbst eine Behandlung gestartet. Ja, also grundsätzlich sind wir natürlich gottesfürchtig und vertrauen auch auf Gott. Wir haben einen sehr guten Arzt. Also es ist ein wirklich angesehener Arzt. Auch ein ehrgeiziger Mann. Vielleicht auch in Bezug auf seine Tätigkeit. Also er möchte da wahrscheinlich auch, oder er hat den Willen, auch wirklich hier sein Bestes zu geben und jedem zu beweisen, was für ein guter Arzt er auch ist. Jetzt können wir natürlich sagen, seid vorsichtig, tut nur das Nötigste. Die Zeit für drastische Maßnahmen ist gekommen. Es wird keine Behandlung geben. Das würden wir, denke ich, nicht machen. Oder ich vertraue eurer Einschätzung. Der Arzt soll das entscheiden. Ja, und ich würde sagen, da wir diesbezüglich eigentlich recht ahnungslos sind, wobei wir jetzt auch nicht ungebildet sind, aber ja, unser Bereich ist halt jetzt nicht die Medizin, würden wir sagen, wir vertrauen mal der Einschätzung des Arztes und er soll das Ganze entscheiden, wie es da weitergeht. Und jetzt heißt es, Daumen drücken, dass unser Sohn das übersteht. Unser Sohn und einziger Erbe. Oh Gott, wie kränklich er aussieht. Richtig furchtbar. Wir können noch mal schauen, Simon leidet am Fleckfieber und wird von Ausschlägen, Fieber und Husten geplagt. Das gibt hier natürlich diverse Mali. Und es ist ein kritischer Gesundheitsmalus. Und er ist doch hier auch schon verlobt mit der Prinzessin Mechthild von Bayern. Gott, er muss einfach gesund werden. Er ist ja hier so ein Riese. Das ist ja auch schon so ein kleiner Gesundheitsmalus. Ja, es geht ihm schlecht. Er profitiert von der exotischen Verpflegung. Hier gibt es gelinderte Krankheitssymptome. Das scheint also tatsächlich geklappt zu haben, die Behandlung. Ein rauflustiger Junge ist er auch noch. Ja, das mit dem Raufen muss jetzt erstmal warten. So, und jetzt stocken wir hier unsere Vorräte auf. Wie sieht's jetzt hier aus? Können sie diese Belagerung hier noch abbrechen? Die warten auf die Verstärkung. Und wir suchen uns dann bei Zeiten auch ein neues Ziel aus. Wir stocken aber erstmal die Vorräte auf. Das wird erstmal wichtig sein. Und die können die hier gar nicht aufstocken, ne? Die haben einfach zu viele Mann. Ah, jetzt beginnt es. Und die warten aber. Das heißt, hier in Speyer wird aktuell belagert. Wie lange brauchen sie da noch? 3 Monate. Das heißt, ja, sie haben ja wahrscheinlich kurz gewartet, bis dieser Darbend-Malus weg war. Und jetzt 23.000 gegen diese 10.000 Mann. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja, und wir nehmen uns dann das nächste Ziel vor. 44 Vorräte haben wir jetzt, der 3. April. Das heißt, wir können jetzt eigentlich wieder weiter marschieren. Haben wir hier jetzt keine Zermürbung. Und ich denke, dass wir jetzt hier den Krieg entscheiden können. Indem wir hier in der Lombardei belagern. Hält sich der König denn auch hier persönlich auf? Jetzt sag ich schon, der König, der Herzog Thomas der Lombardei. Und der war ja auch eine Zeit lang mal unser Verbündeter, ne? Noch zu Zeiten des Vaters hier von Simon. Okay, Moment. Wieso ist jetzt hier dieses Ausrufezeichen dabei? Festungsstufe zu hoch. Wie kann die bitte zu hoch sein? Bei so vielen Belagerungswaffen. 160 Belagerungswaffen. Fügt besseres Belagerungskriegsvolk hinzu, um die Belagerung schneller zu beenden. Da gibt es noch eine bessere Stufe von. Das können wir hier aber nicht irgendwie anwerben, oder? Innovation Hochmittelalter. Die Bliede. Kann Blieden als Kriegsvolk rekrutieren. Das gebe hier tatsächlich plus 0,4 am Tag. Effektiv bis Festungsstufe 15. Und was ist denn mit dem aktuellen Belagerungsgerät? Plus 0,3 am Tag. Und ist nur effektiv bis Festungsstufe 10. Na, das ist ja natürlich was.
Oh, und aktuell haben wir hier immer noch das Bankwesen als Interesse. Oh, das müssen wir natürlich sowieso ändern. Und ich denke, da passt es jetzt eigentlich ganz gut, dass wir hier gerade dieses Erlebnis haben und sehen, dass wir hier an unsere Grenzen kommen mit unserem aktuellen Belagerungsgerät. Und das Interesse unseres Königs geht da ganz bestimmt, da bin ich mir sicher, hier auf diese Belieben. So, 109 Jahre würde es sonst hier dauern. Wir gehen mal mit unserem Interesse drauf. Wie lange dauert das jetzt hier? 14 Jahre. Das ist natürlich immer noch beachtlich. Aber ich denke, das passt sehr gut. Ja, ich meine, das hätten wir natürlich hier schneller mal ändern können, dass das Interesse darauf geht. Das hatte ich jetzt nicht berücksichtigt. Aber hier in dem Zusammenhang passt das sehr gut, dass er zu diesem Abschnitt seines Lebens halt an seine Grenzen hier so ein bisschen gerät und daraufhin diese Innovation vorantreibt. Sehr schön. Dauert hier jetzt natürlich trotzdem 9 Monate dadurch. Ist die Versorgung jetzt überhaupt so lang gewährleistet? Ich glaube, da kann man hier nochmal drauf zeigen. Steht das hier nochmal? Wird sich im Laufe des nächsten Jahres nicht ändern. Wie? Da geht einfach gar nichts weg. Doch -3 im Monat. So. Und mein Sohn und Erbe Simon ist genesen. Es war Typhus. Ja, ich meine, diese Erkenntnis hatten wir ja tatsächlich schon. Aber welche wunderbare Neuigkeiten. Jesus sei gepriesen, ja, auch hier. Gott hat uns nicht bestraft. Wir sind bestätigt in unseren Vorgehensweisen. Und das ist natürlich wunderbar, dass er jetzt wieder gesund ist. Sehr schön. Da hatte ich schon kurze Bedenken. Ist immer so ein bisschen kritisch mit so nur einem Kind. So, jetzt ist ja tatsächlich der Kriegsstand schon bei 100%. Das ist ja wunderbar. Wie ist das denn jetzt hier geschehen? Haben sie die Schlacht hier doch geschlagen? Ja, es sieht so aus. Das heißt, sie haben ja sicherlich wen gefangen genommen. Ich denke, die Schlacht alleine hätte sonst nicht ausgereicht. Und ja, dann müssen sie eigentlich hier nur noch den Frieden durchdrücken. Dann können wir die Truppen hier wieder die Truppen wieder auflösen. Wir können unser Glaubensoberhaupt um Gold bitten. Da hatten wir aber gesagt, das machen wir nur einmal. Das haben wir jetzt einmal gemacht. Ja, und passiert hier aber trotzdem nicht. Wartet hier noch die gesamte Belagerung ab, wie es aussieht. Nee, und jetzt ist es vorbei. Wir haben den von König Ehrenfried II. Von Deutschland angeführten Krieg gegen Herzogin Barbara von Verona gewonnen. Ja, so sei es. Können wir hier die Truppen alle auflösen. Müssen ja gar nicht mehr fertig belagern. Ja, und nun sieht es eigentlich sehr gut aus hier. Schaut mal, über 1100 Gold haben wir. Wir könnten natürlich jetzt weiter hier in die Infrastruktur investieren. Aber ich denke, da hat unser König wiederum kein Interesse dran. Ich denke, er wird weiterhin hier das Heer ausbauen. Und ja, das mit dem Bleeden dauert natürlich noch eine ganze Zeit. Das heißt, was hier Technologie nicht bringen kann, das muss die Masse wegmachen. Das heißt, wir werden hier das Belagerungsgerät jeweils noch um 1 erhöhen. Und dann machen wir das doch bei den restlichen Truppen auch einfach, hätte ich gesagt. Jawohl. Das kostet ja ganz schön nochmal 200 Gold und hier auch nochmal 55 Gold. Okay, alles klar. Aber das ist hier doch dann schon eine ganz beachtliche Größe. Und dann müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wann beginnen wir jetzt einen potenziellen Feldzug hier bezüglich Al-Andalus. Es wäre natürlich schön, wenn wir hier irgendeinen Anspruch auch geltend machen könnten. Denn Anspruch auf Badajoz haben wir ja selber nicht. Das ist ja in den Händen unserer Schwester. Wir können aber nochmal drauf schauen, was wir hier für Ansprüche haben. Das Königreich der Bretagne. Okay. Herzogtum von Asturien, die Grafschaft von Nantes und die Grafschaft von Vannes. Wir können natürlich jetzt hier einen Krieg führen gegen Asturien. Aber ich glaube, er hat das jetzt nicht so wirklich als Feindbild. Zumal das ja halt auch katholisch ist. Das heißt, hier müssen wir jetzt irgendwie, ja, wahrscheinlich mal einen Anspruch geltend machen oder sowas. Oder können wir nicht irgendeinen Religionskrieg führen? Geht das nicht? Wir haben keinen Kriegsgrund, um Kalif Sidrei den Krieg zu erklären. Ja.
Aber ging das nicht irgendwie einfach den Religionskrieg erklären und nicht über anderweitige Ansprüche? Da muss ich nochmal schauen, wie das genau funktioniert. Weil ansonsten müssen wir hier natürlich hier rüber gehen, unseren Bischof einen Anspruch auf die Gemeinde fingieren lassen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Anspruch auf Herzogtum wäre auch möglich. Aber ich war mir sicher, dass das hier eigentlich irgendwie geht bezüglich eines Religionskrieges. Und hier könnten wir ja nur diese einzelnen Herzogtümer und Grafschaften auswählen. Das wäre ein bisschen merkwürdig. Also, da mache ich mich nochmal schlau. Das hatte ich jetzt schon ewig nicht mehr. Nicht, dass ich jetzt irgendwas Sinnloses mache. Und ja, ich denke, das nächste Ziel wird dann hier Al-Andalus sein. Aber auch hier wieder, wir werden zumindest darauf achten, dass wir so 1000 Gold Kriegskasse haben. Nur weil er jetzt ein schlechter Verwalter ist, heißt es nicht, dass er sich nicht bewusst ist, dass er für seine Armee auch Gold braucht. Ich denke, das ist ihm auch schon ganz klar. Dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.